Eine außergewöhnliche Situation erfordert außergewöhnliche Beiträge und damit verbunden heute auch einen außergewöhnlichen Blick auf die Passion Jesu. Deshalb möchte ich über diesen Beitrag den Titel schreiben, Die Paradoxie der Passion. Was ist Paradox? Was ist eine Paradoxie? Nun, lasst mich ein Beispiel machen, der vegane Fleischer. Richtig verstanden, gibt es eigentlich gar nicht. Ist ein Widerspruch in sich selbst und genau das ist das, was Paradox meint. Weniger ist mehr, das ist ein Satz oder ein Spruch, den man verwendet, der an sich paradox und widersprüchlich ist, aber der trotzdem etwas Wahres ausdrückt. Oder um ein bisschen näher am Puls der Zeit zu sein, wieso soll man in einem Einkaufsladen wie zum Beispiel Lidl oder Aldi den Corona-Sicherheitsabstand einhalten können, aber laut Regierung soll das nicht möglich sein in Gottesdiensten und Gemeinden? Paradox. Ja, Paradox ist ein Stilmittel, eine Stilfigur, die auch in der Rhetorik verwendet wird, um eine tiefer liegende Wahrheit zum Ausdruck zu bringen. Und insofern wollen wir uns heute drei tiefer gehende Wahrheiten anhand von drei Paradoxen, Paradoxas wird wahrscheinlich dann die Mehrzahl sein, anschauen, um etwas besser die Passion Jesu und sein Leiden zu verstehen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen. Die Passion, das grauenvolle Leiden Jesu. Viele, die jetzt eingeschlossen sind in ihren Räumen, beziehungsweise eben nicht groß raus können, werden sicher die Zeit irgendwie verbringen und vielleicht, und möge es Gott schenken, viele auch diesen Beitrag oder diese Beiträge hier auch sehen, weil sie plötzlich dazu bewegt werden, sich mit dem zu beschäftigen, was Ostern, was Karfreitag eigentlich wirklich bedeutet. Und dazu soll dieser Beitrag jetzt auch dienen, dass wir das besser verstehen. Manche kennen es aus dem Fernsehen, aus YouTube-Videos oder aus Filmen. Da ist in Jerusalem um Ostern viel Tumult. Nicht nur viel Tumult wegen den Juden, die ja das Passa auch feiern, was dieses Jahr auch gleichzeitig auf selben Zeit wie unser Osterfest, das christliche Auferstehungsfest, liegt. Es gibt auch viele Menschen, die nach Jerusalem pilgern und aus einem christlich traditionellen Hintergrund kommen und den sogenannten Via Dolorosa gehen, den Weg des Leidens. Und da denken sie eben an unterschiedliche Stationen, wo anscheinend dem Leiden Jesu zugeordnet werden. Viel davon, also dieser Station, ist tatsächlich außerbiblische Überlieferung und insofern teils auch auf Legenden beruht. Womit wir uns heute und jetzt beschäftigen möchten, ist mit der wirklichen Via Dolorosa, indem wir drei Stationen auf Jesu Leidensweg herausgreifen. Und weißt du, die Bibel macht es uns an dieser Stelle einfach, weil sie uns drei Namen gibt, die eine Alliteration haben. Das heißt, den gleichen Anfangsbuchstaben. Das ist also eine Gedächtnisstütze für uns, dass wir uns das leichter merken können. Und genau diese drei wollen wir jetzt im nächsten uns anschauen, in Verbindung mit jeweils einer Paradoxie. Wenn wir uns das erste anschauen, stehen wir in Gethsemane, im Garten Gethsemane, dem Ort, wo in der Nacht, bevor Jesus dann ausgeliefert und beziehungsweise gekreuzigt wird, Jesus sich zurückgezogen hat mit seinen Jüngern, er betet und in dieser Situation kommt dann seine Festnahme, seine Gefangennahme. Und der biblische Bericht in Johannes 18 berichtet wie folgt: Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Und die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas. Jesus hat eine harte Nacht hinter sich. Im wahrsten Sinne des Wortes hat er die Nacht durchgerungen und durchgeschwitzt. Und das ist insofern interessant, weil wir wenig Verse später in Vers 18 lesen, dass es kalt war.
Und der biblische Bericht, Lukas überliefert uns das, sagt, dass Jesus ringend im Gebet war, dass er schwitzte. Und dass er in diesem Gebetskampf angesichts dessen, was vor ihm steht, ringt. Die Bibel berichtet uns aber auch, dass Jesus ganz genau wusste, was kommen würde. Und vielleicht auch gerade deshalb diesen harten Kampf hatte. Aber er wusste nicht nur, was auf ihn zukommt, er wusste auch, wer auf ihn zukommt. Und das beschreibt gerade unser Bericht, wie wir davon lesen, dass Judas, einer seiner engsten Verbündeten, der so lange bei ihm war, mit den Soldaten kommt und ihn festnehmen möchte, ihn verraten möchte. Und die Menschen kommen her, möchten ihn binden. Vers 12 berichtet es davon, dass Jesus gebunden wird. Sie wollen ihn binden. Ach ja. Sie wollen den binden, der mit seinen Händen die Menschen geheilt hat. Sie wollen den binden, durch dessen Hände das Brot gegangen ist, wo so viele Menschen mit satt geworden sind. Oh ja, und sie wollen den binden, der mit seinen Händen den Himmel ausgespannt hat und nach Hiob 38, Vers 31 die Bande des Siebengestirns geknüpft hat. Was für eine Ironie. Wie paradox. Und Jesus führt ihnen diese Paradoxie ein Stückchen vor Augen, indem er ein Stückchen zeigt, wer er ist, indem er ihnen ein Stückchen von seiner Macht zu spüren kommen lässt durch sein Wort. Er fragt nämlich, wen sucht ihr? Und sie sagen, dass sie Jesus, den Nazarener, suchen. Und er antwortet, ich bin's. Und in dem Moment beschreibt Johannes, dass sie zurückfielen, ja, man könnte sagen, wie Pappfiguren auf dem Boden. Und da zeigt ihnen Jesus die Ironie. Ah, ihr wollt mich suchen. Ihr könnt gar nichts tun. Ihr könnt nichts tun, wenn ich mich nicht freiwillig euch ausliefern lasse. Und das zeigt er hier. Und etwas anderes ist noch an dieser Stelle wichtig. Die Juden kannten dieses Wort, ich bin's. Beziehungsweise im Griechischen steht einfach nur, ich bin, bereits aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Es gibt aber auch eine griechische Übersetzung des Alten Testaments, was viele Juden damals auch lasen und kannten. Und der Name Gottes im Alten Testament, Yahweh, wurde ins Griechische mit übersetzt, mit dem Begriff Ego Emi, was übersetzt heißt, ich bin. Das heißt, was Jesus hier ausspricht, ist eigentlich auch gleichzeitig der Name Gottes und sagt, dass er es ist, dass er der Ewige, der Unveränderbare ist. Und das soll auch den Soldaten nochmal vor Augen führen, was sie gerade eigentlich tun, was sie imstande sind zu tun und wem sie die Hände binden möchten. Aber da haben wir jetzt noch in dieser Situation einen kleinen Einschub. Und nein, ich spreche nicht von dem Drahtseilakt des Ohrabschneiders Petrus. Ich spreche von Vers 8, wo Jesus die Bedingung der Bindung vorgibt. Jesus sagt, wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Und er spricht von seinen Jüngern. Und was Jesus hier macht, ist zum einen, dass er die Bedingungen vorgibt. Zum anderen, in diesem Wort, in diesem kleinen Satz, verbirgt sich das, was die Christen seit jeher als die gute Nachricht kennzeichnen. Jesus sagt, wenn ihr mich sucht, dann nehmt mich, aber lasst diese frei. Und er lässt sich binden und lässt seine Leute frei ausgehen. Schau, das ist das Evangelium. Das ist, was das Neue Testament unter dem Evangelium bezeichnet. Dass die Bibel sagt, da sind gebundene und belastete Seelen, Menschen, die gefangen sind in ihren Süchten. Da ist die Last der Sucht, da ist die Last der Lust, da ist die Last des Frusts und des Streits. Und da ist man gebunden in dunkle Bindungen, kommt nicht von los. Und schau, Jesus als einer, der eigentlich frei war, hat sich binden lassen, hat sich freiwillig ausgeliefert in die Hände der Menschen, damit wir Menschen frei ausgehen können. Und insofern haben wir an dieser Station dieses eine festgestellt, dass der Gebundene befreit, dass der Gebundene uns frei machen kann. Und schau, das hat auch einer erlebt, ein Mann, der schon lange verstorben ist, im 17. Jahrhundert. Ich rede von Paul Gerhardt, dem bekannten Kirchenlieddichter, der wertvolle Lieder geschrieben hat. Und er hat auch sehr viel Leid in seinem Leben erlebt. Aber er hat die Befreiung durch den Erlöser erfahren. Und das hat ihm die Zuversicht und die Hoffnung, den Trost geschenkt, durchs Leben zu gehen an der Hand des Höchsten. Und er hat auch ein Lied geschrieben, was wir jetzt uns gleich anhören werden, wo er nochmal dieses Leiden Jesu beleuchtet und wo er uns auch nochmal mit hineinnimmt
über diesen oder hinein in diesen seligen Tausch, dass Jesus deine und meine Stelle, deinen und meinen Platz einnimmt, damit wir frei rausgehen können. Von Gethsemane, wie der Gebundene befreit, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich zur nächsten Station auf dem Weg der biblischen Via Dolorosa zu Gabata. Und wir nehmen hier dieses Paradoxon heraus, wie der Verurteilte freispricht. Wir befinden uns in Gabata und ich lese uns den Text aus Johannes 19 vor. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die Steinpflaster genannt wird. Auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Nachdem Jesus im Garten Gethsemane festgenommen wurde, kam er zu einem geistlichen Gericht, nämlich zu dem hohen Priester. Und der hohe Priester hat ihn verurteilt. Und jetzt bringen die ganzen Juden ihn zu Pilatus und klagen ihn dort an. Oh ja, und er hat auch dort einen harten Gerichtsstreit bereits hinter sich an dieser Stelle. Wenn wir uns nun mal in dieser nächsten Grafik anschauen, was alles geschehen ist, als Jesus
vor Pilatus stand. Immer wieder hat nämlich Pilatus festgestellt, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, warum er verurteilt werden soll. Und immer wieder finden wir das in der Bibel beschrieben. Ihr seht das hier an drei Punkten, an Johannes 18, 38, 19, 6, beziehungsweise 19, 4 und dann 19, 6. Und immer wieder kommen die Juden herbei und sagen, er hat gesündigt. Er macht sich zum Sohn Gottes. Und er gehört nach unserem Gesetz, so sagen sie es, verurteilt, aber wir dürfen ihn entsprechend nicht umbringen. Es ist auch so, dass er ihn, also Pilatus bietet ihn sogar auch dann nach dieser Tradition an, dass einer freigegeben wird. Und die Juden entscheiden sich sogar für den Verbrecher Barabbas, damit Jesus gekreuzigt werde. Und immer wieder muss Pilatus bekennen, ich finde keine Schuld. Und es kommt dann so weit, dass Pilatus sich auf seinen Richterstuhl in Gabata setzt und der Druck mittlerweile so groß ist und er noch einmal sagt, hier, das ist euer König. Und die Juden darauf sagen, wir haben keinen König als den Kaiser. Und damit fällt die Festung Pilatus. Pilatus gibt nach und alle Dämme der Ungerechtigkeit beziehungsweise alle Dämme der Gerechtigkeit brechen ein und die Ungerechtigkeit strömt über Jesus, dass er freigegeben wird, dass er freigegeben wird zur Verurteilung und freigegeben wird auch zur Kreuzigung. Oh, wenn Pilatus verstanden hätte, wer hier vor ihm steht. Wenn er verstanden hätte, dass der vor ihm hier steht, auch in 1. Johannes 2 der Gerechte genannt wird. Wenn er das verstanden hätte, dass das nicht nur ein sündloser Mensch vor ihm steht, sondern dass da der Sohn Gottes steht. Er hätte nicht einfach seine Hände im Wasser gewaschen, mit denen er übrigens später sowieso Jesus verurteilen würde, sondern er wäre direkt vor Jesus in den Staub gefallen und hätte ihn angebetet. Und der vor ihm hier steht, ist der Herr der Herrlichkeit. Und der vor ihm steht, ist auch der größte Richter. In Matthäus 25, Vers 31 lesen wir davon, dass eines Tages alle Heidenvölker, alle Menschen einmal vor Jesus erscheinen werden und dass er sie richten wird. Und dass er sie scheiden wird. Und ich stelle mir so vor, wie Pilatus dann wohl einmal vor Jesus steht und dann Jesus zu ihm sagt, ja, wie du siehst, bin ich jetzt dein Richter. Ah, du möchtest hier reinkommen? Hier kommen nur gerechte Menschen rein. Und wir fragen an dieser Stelle, gibt es gerechte Menschen? Gibt es gerechte Menschen hier auf der Erde? Oh ja, sagt Max Mustermann, ich tue Recht und scheue niemand. Aber was bedeutet gerecht? Was sagt die biblische Diagnose dazu? Und schau, die Bibel ist da schonungslos. Die Bibel mutet uns die Wahrheit zu. Wenn wir die Bibel untersuchen, stellen wir fest, dass die Bibel eine harte Diagnose, ein hartes Urteil über das menschliche Herz, und damit über den Menschen auch zu sagen hat. Ich habe euch nur ein paar rausgesucht aus dem neutestamentlichen Befund, wie wir hier feststellen, dass die Bibel den Menschen charakterisiert als egoistisch, als aufgeblasen, als stolz, als feindlich gegen Gott gesinnt und verfinstert und vieles mehr. Und dass die Bibel ganz klar auch sagt in den Psalmen, dass da keiner ist, der gerecht ist. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Weil der Maßstab, was gut ist im Eigentlichen, Gottes Maßstab ist und er ist über unseren. Und da kommen wir nicht hin. Insofern ist da oben eigentlich zu. Eigentlich geht es uns alle so, wie Pilatus eines Tages mal vor Jesus stehen wird, werden wir auch so stehen und eigentlich auch abgewiesen werden. Aber an dieser Stelle sagt die Bibel dieses eine wichtige Wort an uns Menschen. Und das ist hier die Paradoxie von Gabata. Dass der Verurteilte, der zu Unrecht Verurteilte, uns freisprechen kann. Und schau, es gibt eine Stelle im Neuen Testament in 1. Johannes 2 und dort beschreibt derselbe Johannes in 1, Vers 1 bis 2: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Hier steht, dass Gott Jesus seinen Sohn für uns gegeben hat als Sühnopfer für die ganze Welt. Und er bietet das jeden Menschen an. Und er bietet das jeden Menschen an, der eigentlich gar nicht zu Gott passt. Und er sagt, dass Jesus Christus für jeden Menschen zum Fürsprecher werden kann, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist kein Freischein, dass alle Menschen so oder so in den Himmel kommen, nein. Sondern für diejenigen, die ihr persönliches Vertrauen auf Christus setzen. Und guck,
Jesus wurde wie ein Dieb, wie ein Mörder, wie ein Ehebrecher behandelt, wie ein Gotteslästerer wurde er behandelt und verurteilt, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Wir lesen im biblischen Bericht, dass er geschwiegen hat, als er verurteilt wurde, beziehungsweise die ganzen schweren Belastungen vor ihn gebracht wurde, hat er geschwiegen. Jesaja 53, Vers 7 sagt, dass er wie ein Lamm war, das zur Schlachtbank geführt wurde, und er blieb stumm. Und weißt du, warum das geschah? Weil du und ich Lügner, Mörder, Ehebrecher sind. Gott definiert das alles nämlich nicht erst durch die Tat, sondern bereits durch den Gedanken. Bereits durch den Gedanken habe ich jemanden ermordet, wenn ich jemanden gehasst habe. Bereits durch den Gedanken, wenn man nach einem, dem anderen Geschlecht begehrt, haben wir die Ehe gebrochen vor Gott. Und deshalb steht Gottes gerechtes Urteil über uns Menschen und muss Gott letztendlich auch über uns aussprechen, des Todes schuldig. Und schau, hier ist Christus der Gerechte, der sein Gewand der Gerechtigkeit ablegt und der es dir anbietet, dass du es annehmen kannst und eines Tages einmal zu Jesus vor Gott kommen kannst und in diesem Gewand der Gerechtigkeit erscheinen darfst und Gott dich sieht und die Gerechtigkeit Jesus sieht und insofern dich freispricht wegen Christus dem Gerechten, wegen diesem seligen Tausch. Und auch das ist eine Wahrheit, die Gabata uns offenbart, wie der Verurteilte freispricht. Und auch von dieser Wahrheit möchten wir einmal mehr lernen zu verstehen, wie kostbar das Leiden Jesu auf dem Weg zu Golgatha ist. Wir sind bei unserer letzten Station angelangt und kommen jetzt von Gabata. Wir waren zuerst bei Gethsemane, jetzt bei Gabata und kommen eins weiter zu Golgatha. Das dritte G, der dritte Ort, die dritte Station. Der Golgatha, der eigentliche Tatort. Und ich lese unter der Überschrift Golgatha, wie der Verwundete verbindet, Johannes 19, einen Abschnitt vor. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Sie standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und da ist jetzt das letzte Paradoxon, das wir uns noch anschauen wollen. Gethsemane, Gabata und Golgatha, wie der Verwundete verbindet. Wir finden an all diesen drei Tatorten eigentlich dieses eine gemeinsam. Nämlich zum einen entdecken wir die Grausamkeit des Menschen, die Boshaftigkeit, aber auch gleichzeitig die Liebe und die Langmut Gottes. Ja, die Liebe, aber übrigens auch die Gerechtigkeit Gottes. Weil wir sehen, dass Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit erfüllt, damit er Sündern Vergebung schenken kann. Und hier auf Golgatha, auf dem eigentlichen Ort der Entscheidung, da war schon lange drauf abgezielt, von den ersten Seiten der Bibel im Übrigen. Wenn du 1. Mose 3, Vers 5 aufschlägst, beziehungsweise 1. Mose 3, Vers 15, stellst du fest, dass dort die erste Verheißung auf Golgatha schon zu finden ist. Dort lesen wir, dass ein Retter kommen wird, Adam und Eva damals verheißen. Und dass dieser Retter auf der einen Seite eine zerstörte Ferse haben wird, beziehungsweise durchstochene Ferse haben wird. Und zum anderen, aber er eben auch den Kopf der Schlange töten wird, beziehungsweise vernichten wird, also den Kopf von Satan. Und interessanterweise finden wir jetzt hier auf Golgatha, auf dem Schädel, auf der Schädelstätte, auf dem Schädelhügel, das Ereignis beschrieben, wovon viele Tausende beziehungsweise viele Tausende Jahre vorher schon angekündigt wurde. Jesus wurde gekreuzigt und bei diesem Ereignis unterm Kreuz finden wir plötzlich noch einen Nebenschauplatz. Eine herzzerreißende Begebenheit, auf die wir jetzt noch kurz eingehen möchten. Wir entdecken, dass Jesus inmitten seiner qualvollen Schmerzen noch einen Blick für den Nächsten hat. Noch einen Blick für seine Mutter hat. Vers 26 sagt, als nun Jesus seine Mutter sah
und den Jünger dabei stehen. Er weist in seinem letzten Moment, schau mal, er kümmert sich nicht um die Schmerzen. Er kümmert sich nicht um das, was ihm angetan wurde. Und es müssen brutale Schmerzen gewesen sein. Sondern in dieser schwierigen Situation denkt er noch an seine Mutter und erfüllt damit das vierte Gebot, dass er seine Mutter achtet, seine Eltern achtet. Seine Mutter war möglicherweise die einzige, die noch lebt von seinen Eltern. Und es ist spannend, dass wir Jesus vorher immer schweigsam gesehen haben. Wir haben Jesus vorher gesehen, wie er vor Pilatus stand und er hat geschwiegen, als er beschuldigt wurde. Aber jetzt hier in der schwierigsten Situation macht er den Mund auf und sieht seine Mutter und weist ihr den Johannes zu. Zum einen, dass sie einen neuen Sohn bekommt, der für sie sorgen wird. Und dann guckt er noch zur anderen Seite und sieht noch den Johannes und für den muss er auch noch was machen. Und er schaut auch zu ihm und sagt, siehe, deine Mutter. Und er versorgt auch ihn noch in seinem letzten Moment. Und das zeigt in diesem letzten Moment am Kreuz, wie wichtig dem Verwundeten am Kreuz unsere leiblichen Umstände sind. Wie er der Verwundete, die zersprengte Gemeinde verbinden möchte. Und das ist etwas, was wir ganz praktisch auch in unserer jetzigen Situation ernst nehmen möchten. Dass jetzt, wo die Versammlungen so nicht möglich sind, dass wir trotzdem miteinander uns verbunden wissen, uns verbunden halten. Man kann dies tun, wir haben vorher schon von gehört, zum einen durch das Gebet. Und ich möchte dich einladen dazu, wenn du in einer Gemeinde bist, wo es Mitgliederlisten gibt, dass du sie dir holst, wenn du sie noch nicht hast. Und dass du sie mit zu deinem täglichen Gebetsleben hinzufügst. Und für die Geschwister der Gemeinde betest. Das sollte ein Anliegen sein, was wir als Christen haben in der Fürsorge für die Nächsten. Und ich gebe dir noch einen Tipp, einen zweiten Tipp. Guck auch, was aus deinen Gebeten wird. Das heißt, ruf mal an beim Nächsten, für den du gebetet hast. Dich würde es doch bestimmt interessieren, was Gott in dem Leben des Nächsten ausgewirkt hat. Und schau, damit verbunden können wir doch auch sehr gut verbunden sein inmitten dieser Notstandszeit von Corona. Und dafür gibt uns Jesus hier in seinem tiefsten Leiden ein Vorbild der Fürsorge füreinander. Dass er seine Gemeinde sammeln möchte, dass sie zusammengehören, dass er sie miteinander verbinden möchte. Aber weißt du, der Verwundete, der hier die Herzen miteinander verbindet, verbindet auch die Herzen. Ja, er verbindet die Herzen. Und wir lesen in Psalm 147, Vers 3 davon, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Ja, Jesus heilt und verbindet die Wunden, die Menschen haben. Und da gibt es unterschiedliche Wunden, die man im Leben haben kann, die eine Seele haben kann. Da ist die Verzweiflung über dem Leid, ein großer Verlust. Da sind Menschen, die in einem tiefen Streit stecken, Menschen, die in ihrer Ehe nicht mehr miteinander klarkommen. Wenn man unters Kreuz kommt, dann kann Jesus die Herzen verbinden. Im wahrsten Sinne des Wortes wieder miteinander verbinden, aber auch heilen. Und dazu lädt das Kreuz ein, dazu lädt Jesus am Kreuz ein, dass er die Not, dass er die Wunden verbinden möchte. Und schau, wenn da jemand ist, der an sein Bett gebunden ist, aufgrund der Situation jetzt vielleicht gerade, und er sieht dieses Video und hört davon, dann lass auch dir sagen, dass Jesus auch an dich gedacht hat. Denn er hat auch an dich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. Und auch wenn unsere Umstände hier auf dieser Erde manchmal uns an Grenzen bringen, wo wir von Menschen plötzlich loslassen müssen, wie Maria ja auch von Jesus musste, so wird Gott doch dafür sorgen, dass er uns andere Menschen zur Seite stellt und uns miteinander verbindet und so auch unsere Herzensnöte verbindet. Und egal, ob es in einer Freundschaft, ob es in der Ehe oder es in der Familie ist, wenn wir damit unters Kreuz kommen, kann Jesus unsere Wunden heilen. Wir möchten an dieser Stelle zum Schluss kommen und nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, Gethsemane, Gabata und Golgatha, wie der Gebundene befreit, wie der Verurteilte freispricht und zuletzt wie der Verwundete verbindet. Lass das einfach für dich Erinnerungen sein, jetzt an diesem Karfreitag, um über das Leiden Jesu zu staunen und inmitten dieser Gegensätze anzubeten, was er ausgehalten hat, wie viel Ungerechtigkeit hat er ausgehalten, nur um dir und mir nahe zu sein.
Und ich möchte damit schließen mit einem Gedicht, Gekreuzigt. Und wir bedanken uns an dieser Stelle, dass du eingeschaltet hast und möchten dir einfach sagen, bleib dran, auch jetzt noch zu diesem Gedicht. Und wenn du nähere Informationen möchtest, findest du im Abspann noch ein paar Hinweise. Gekreuzigt. Gethsemane, Gabata und Golgatha. Und alles, was damals am Kreuz geschah, zeigt uns Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Vereint in dem Herrn der Herrlichkeit, Gott gibt für uns seinen Sohn. Am Kreuz trug er unsere Sünde Lohn, den Spott, den Hass, den Dornenkranz tauscht er ein gegen des Himmels Glanz. Die Ungerechtigkeit, die Schläge, Nägel unserer Schlechtigkeit nimmt er schweigend an, damit jeder es hören kann. Christus starb an deiner und meiner Statt und nahm unsere Sünde bis ins tiefe Grab, damit wir Versöhnung mit Gott finden und unsere Hoffnung nicht mehr an irdische Dinge binden, sondern ihm dienen auf ewig, unserem Herrn, Erlöser und König. Kreuz gesiegt, gekreuzigt.